Hallo und herzlich willkommen bei meiner Reihe vom Brutei zum Huhn. Dies ist jetzt der 6. Teil. Jetzt wird es langsam spannend. Es ist der 18. Tag und wir legen heute das Schlupfgitter ein. Wir brauchen jetzt die letzten Tage nicht mehr zu wenden. Der Wendeeinsatz wird rausgenommen. Es muss nochmal die Luftfeuchtigkeit erhöht werden. Und das zeige ich euch alles in diesem Video. Dann wünsche ich euch nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Tag 18. Das heißt, wir müssen das Schlupfgitter reinlegen. Es wird nicht mehr gewendet. Und wir müssen die Wasserrinne auffüllen. Die zweite Wasserrinne, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, auf 55 plus minus 10. Ich habe alles bereitlegen. Warmes Wasser, das Schlupfgitter, wieder ein Stück farbige Pappe, um auch die Höhe natürlich zu justieren für die Temperatur. Und nun können wir beginnen. Als erstes wieder den Netzstecker ziehen. Wir werden wahrscheinlich heute ein bisschen länger brauchen als 10 Minuten, aber trotzdem, um ein bisschen die Kontrolle zu haben, stelle ich den Timer wieder nebenbei ein. Jetzt nehme ich schon mal den Stromstecker aus dem Gerät für den Wendeeinsatz. Weil den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Die letzten 3 Tage wird nicht mehr gewendet, nur noch geheizt. So, einmal wieder die Haube ab. Ja, dann nehmen wir ganz vorsichtig die Eier raus. Füllen dann erstmal die Wasserrinne Nummer 2. Mit warmem Wasser natürlich wieder. Und auch die Wasserrinne 1 fülle ich nochmal wieder ein bisschen voll. Jetzt kommt das Schlupfgitter rein. Jetzt können wir die Eier ganz vorsichtig darauf legen. Ich lege sie auch wieder in der Mitte hin, damit sie auch über dem Wasser liegen, also genug Luftfeuchtigkeit bekommen. Dann müssen wir jetzt nochmal wieder die Höhe einjustieren. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Man legt ein Blatt Papier rein und dreht dann den Fühler bis zur Papieroberkante. Jetzt lüfte ich noch die 10 Minuten zu Ende und dann kommt die Haube wieder rauf. Und dann wird nur die Temperatur angestellt. Jetzt sind es ja ungefähr noch 3 Tage bis zum Schlupf. Also ab 21. können die Küken kommen. Und in diesen 3 Tagen wird der Brüter gar nicht mehr geöffnet. So, dann warte ich jetzt, bis die 10 Minuten um sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die 10 Minuten sind jetzt wieder um. Jetzt kommt die Haube wieder rauf. Kommt der Stecker wieder rein. Jetzt brummt es ja nicht mehr, jetzt ist nur noch die Temperatur wichtig. So, ich stelle jetzt nochmal die Luftfeuchtigkeit ein. Im Moment war das ja noch auf 45. Mit plus minus stelle ich es auf 55. Jetzt würde er das anzeigen, wenn er diese 55 mit einer Karenz von plus minus 10 eben überschreiten oder unterschreiten würde. Die Temperatur ist jetzt noch auf 21,6, aber die steigt jetzt ja wieder. Das war's für heute, für den 18. Tag. Ich kontrolliere natürlich nachher nochmal, ob die Temperatur jetzt wieder erreicht ist und auch die Luftfeuchtigkeit okay ist. Und dann heißt es abwarten und gespannt sein auf den 21. Tag. So, das war der 6. Teil.
So, im nächsten Video zeige ich euch dann, das ist der 21. Tag, was ich schon mal alles vorbereite, wenn dann hoffentlich die Küken schlüpfen. Und dann sehen wir uns zum 7. Teil wieder. Bis dann, tschüss, eure Angela.